Corona ist eine Herausforderung, die mit einem Schock anfing. Corona hat unser aller Leben gründlich durcheinandergewirbelt. Da geht es zum einen darum, wir können nicht mehr aufsuchend arbeiten. Wir mussten uns von den Personen ein Stück weit distanzieren. Wie kann man das Verhältnis trotzdem aufrechterhalten? Was machen wir jetzt eigentlich mit unserer Arbeit, die ja von Kontakten lebt? Es gab sehr viele Unsicherheiten und das natürlich noch mal ganz verschärft bei den Menschen, die der deutschen Sprache noch nicht ganz so mächtig sind. Auf der einen Seite schränken wir die Rechte der Menschen unglaublich weit ein und isolieren auch viele. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass daraus mit großem Nachdruck die Notwendigkeit entsteht, auch eben Gemeinschaft zu fördern. Die Kinder haben die Bedürfnisse spielen, mit den Gruppen treffen, andere sehen. Man hat an jeder Stelle gemerkt, dass Digitalisierung, die eigentlich in den letzten 10 Jahren hätte stattfinden sollen, nicht stattgefunden hat. Und es wird so klar, was eigentlich die Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft sind. Dass die Menschen sich zu wenig begegnen, dass so viele isoliert sind. Das hat Corona halt einfach nochmal hervorgehoben. Die Stadt Delmenhorst ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ihr seid vor Ort, ihr seid quasi das Ohr. Sagt uns, was die Bedarfe sind. Helft mit, die Menschen zu befähigen, besser mit der Situation umzugehen. Die Nachbarschaftshilfe plötzlich entstanden ist. Und da, finde ich, haben wir so einen Kristallisationspunkt über unsere Projekte, das zu organisieren und zu verbessern. Und so hat man sich zusammengetan, also die Kompetenzen der Tafel mit dem Fachdienst Gemeinwesen. Da hat die Caritas mitgewirkt und daraus ist eben das Projekt entstanden, dass wir aus dieser Struktur heraus relativ schnell ein Versorgungssystem aufbauen konnten. Im Grunde genommen hat die Corona-Krise tatsächlich dann auch gezeigt, wie wertvoll so ein Fachdienst Gemeinwesen ist, weil er eben das Gerüst darstellen kann. Corona hat uns, glaube ich, nochmal deutlich gemacht, wir dürfen ein solches erfolgreiches Projekt nicht einstellen, wir müssen es dauerhaft finanzieren. Ich kann mir deshalb sehr gut vorstellen, dass es auch ein Bündnis für gute Nachbarschaft gibt mit Partnern aus den ganz verschiedenen Bereichen. Natürlich der Wohnungswirtschaft und der Verwaltung, aber vor allem auch den Trägern sozialer Arbeit, aber auch Sport und Kultur. Hier bleibt keiner allein.